Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, heute mit dem Thema Tastaturen selber bauen im Jahre 2024. Lohnt sich das noch oder importiert man einfach den ganzen Kram aus China? Das ist die große Frage, die wir uns gestellt haben. Wir haben ungefähr 120 echte Stunden verbracht, uns Gaming-Tastaturen selber zusammenzuschustern. Mit Loop-Switchen, mit verschiedenen Handballenauflagen, mit Keycaps, mit PTB, ABS, mit Aluminiumgehäuse, mit irgendwelchen Kunststoffgehäusen, und wir waren auf der Suche nach dem, was anscheinend alle Tastaturliebhabern suchen, nämlich diesen gewissen Klang. Ob wir den Klang gefunden haben? Nach dem Intro finden wir es raus. Bis gleich. Surround Gaming. Ja, willkommen zurück bei Surround Gaming, den Channel, wo es um den Sweet Spot geht. Und den Sweet Spot kann man hier eigentlich heute finden, weil Tastaturen sind so vielschichtig wie die User selber. Ob nun ANSI-Layout oder ISO-Layout in UK, in deutscher, in spanischer Version. Es gibt so viel Tastaturen und man kann da seiner Kreativität vollen, Freiraum geben. Und das ist echt ein spannendes Thema. Und es hat mich jetzt, muss ich ganz offen gestehen, tangiert seit Weihnachten. Ich habe schon vorher Custom-Tastaturen besessen, habe mich jetzt aber sehr exzessiv damit beschäftigt. Und ein paar Werke werden wir heute vorstellen. Es wird, denke ich mal, mehrere Videos der Reihe geben, weil mittlerweile haben wir ungefähr 6 oder 7 Custom-Tastaturen hier, die ich auch oder die wir auch intensiv getestet haben. Ich vorwiegend, sage ich mal, zum Thema ein bisschen E-Sport, ein bisschen Tribes 3 im Endeffekt gezockt damit oder andere Titel. Aber gerade im Bereich, sage ich mal, Shooter sind vielleicht Custom-Tastaturen so ein bisschen das Zünden an der Waage. Ob abgestimmte Tastaturen auf die eigenen Bedürfnisse, ob nun Speed-Switche, ob nun Loop-Switche, ob Red, ob Braun, ob Black. Es gibt so viel verschiedene Varianten, Yellow und dann die ganzen unterschiedlichsten Firmen. Das werden wir heute nicht in einem Video abhandeln können. Wir heute nicht nur Podcast-Stil, sondern auch bewegte Bilder, und natürlich wir zeigen wieder auf dem Schreibtisch ein paar nette Sachen, die aber auch richtig ins Geld gehen können. Das sollte jedem bewusst sein, der sich, sage ich mal, darauf einlässt. Deswegen diese ganze Sache mit Tastaturen wirklich selber bauen, da muss man echt aufpassen, weil man kann sich da ganz schnell verzetteln. Aber unterm Strich, Spaß macht es, aber man muss einfach sich wirklich einen Plan machen, recherchieren viel. Man kann da natürlich viele YouTuber sich angucken. Gerade in den USA gibt es viele große YouTuber, die natürlich nur auf das Thema, sage ich mal, abfahren und dann natürlich diesen gewissen Klang der Tastaturen suchen. Das suchen wir ganz ehrlich nicht. Wer hier auf den Klang nur abzielt, der ist bei Surround Gaming falsch, weil wir wollen ja da in erster Linie auch mit entweder schreiben, das ist okay, aber auch zocken. Und dementsprechend ist der Klang zwar auch vielleicht wichtig, wenn ich ein Headset aufhabe, natürlich eher nicht, aber unterm Strich muss man einfach mal gucken, dass das Ding einfach den Bedürfnissen entspricht, die jeder Gamer individuell hat. In erster Instanz, vielleicht fange ich so an, was hat mich dazu bewegt, im Endeffekt eine Custom-Tastatur selber zu bauen. Ihr habt ja schon auf unserem Channel gesehen, die vielleicht neu sind, dass wir ab und zu einige High-End-Tastaturen getestet haben. Da ist die K100 bei, in der Gold-Variante sozusagen von Corsair. Da waren verschiedene Boards von Logitech, und ich habe Tastaturen, muss ich gestehen, schon recht viele verschlissen, von Anfängen über die Tarantula oder damals noch Keysonic, was ganz ultra flache Tastaturen waren, denn auch wirklich diese ganzen Custom-Tastaturen, wo man so ein Inlay hatte, wo man dann unterschiedliche Tastaturfelden hatte für World of Warcraft, für Guild Wars und alles mitgemacht, auch von Zeitdeck, PC Dash, das ist eher so ein Eingabegerät, nicht eine Tastatur, aber wirklich alles mitgemacht von ursprünglichen Cherry-Tastaturen mit Goldbeschichtung, wirkliche Goldbeschichtung bei den
switchen. Heute ist das ja alles ein bisschen eher fake und deswegen kann man auch sehr, sehr darauf reinfallen, was Gutes, sage ich mal, zu kaufen bei dem Thema Custom-Tastatur. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man, wie gesagt, sich ja entweder nur ein gewisses Limit setzt, was das Budget angeht. Ansonsten könnt ihr da schnell für Tastaturen im High-End-Bereich auch 400-500 Euro ausgeben. Das ist alles vollkommen machbar. Wer sich so den aktuellen, sage ich mal, aktuelle Premium-Chip, das ist, denke ich mal, die Zoom 75, die Kenner unter euch werden das, denke ich mal, sofort wissen, von Mellatrix im Endeffekt, die Firma, ist immer ausverkauft, die Sachen. Es gibt ein paar Importeure in der EU, die diese Mellatrix, die Zoom 75 importieren. Die sind immer sofort weg, die ganzen Boards. Man hat ja da eher nur ein Barebone. Das heißt, man muss selber Switche und Keycaps noch kaufen. Also Switche sind im Endeffekt die Schalter, die unter jeder Taste, sage ich mal, drunter sind. Und Keycaps sind im Endeffekt die Tasten in Kunststoffform, sage ich mal, selber. Und unterm Strich muss man wirklich sagen, da einen Sweet Spot für einen zu finden, das ist also für jeden, na, jeder hat seinen eigenen Sweet Spot, glaube ich, weil man kann auch echt mit sehr einfachen Tastaturen oder, sage ich mal, Basic-Tastaturen auch viel Spaß haben im Custom-Bereich. Und wie ihr schon merkt, da gibt es echt eine Menge Wenn und Aber und eine Menge Hin und Her. Und dementsprechend würde ich jetzt aber sagen, ich stelle einfach mal ein bis zwei Builds vor. Das sind sozusagen unsere Ausgangspunkte für 2024, wo wir einfach mal sagen, von den Tastaturen gehen wir aus. Mit denen habe ich auch schon intensiv, sage ich mal, getestet und habe sie sozusagen ja selber gebaut komplett, auch modifiziert. Dazu sage ich auch ein bisschen was. Und dann sage ich mal ein bisschen die Vorteile und die Nachteile. Und heute werden wir sicherlich nicht meinen persönlichen Sweet Spot vorstellen. Deswegen Abo gerne dalassen und auch gerne ein Like, wenn es gefällt. Und dann natürlich wiederkommen, weil ich stelle, denke ich mal, so in ein, zwei Wochen, sage ich mal, meine präferierte Tastatur vor. Dementsprechend werdet ihr sie jetzt nicht sehen, obwohl jetzt einige, denke ich mal, Bretter wirklich zu sehen sind, die echt ins Geld gegangen sind. Und das auch nochmal gesagt, dieser Channel lebt davon, komplett eigenfinanziert, nichts Gesponsertes. Wir haben auch hier keinen sozusagen Hersteller, der uns die Sachen gestellt hat oder so ein Blödsinn. Ich kann auch das Ding jetzt komplett gegen eine Wand schmeißen oder auch komplett zerlegen. Verbal, wenn scheiße ist, in Anführungszeichen, dann sage ich euch das auch. Aber jede Tastatur hat so seinen Vorteil und dementsprechend gucken wir uns jetzt eine Sache an. Wie ihr hier schon seht, die Kenner kennen sich, sage ich mal, aus. Das ist vom, ja, einer der Premium-Hersteller aus den USA. Der hat damit auch so ein bisschen begonnen mit der ganzen Custom-mechanischen Tastatur-Thematik. Es ist von Glorious, die GMMK Pro. Das ist eine 65% Tastatur. 65% deswegen, weil die Tasten nur 65% von den ganzen Tastatur-Layout abdecken. Das heißt, wir haben hier kein Nummernblock und so eine Themen. Das ist runtergestrippt auf das Wesentliche. Ihr seht schon hier, das Ganze ist, sage ich mal, vom Frame geändert worden. Den kann man von Glorious kaufen. Der Knob ist im Endeffekt noch der gleiche. Das ist im Endeffekt ein schwarzes Gehäuse. Das Ding wiegt locker 3,4 Kilo. Ja. Ist eine Black-Version. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das Ding ist richtig schwer. Das sind jetzt keine Sachen. Das ist vielleicht das Erste, was man gleich, sage ich mal, ins Auge nehmen müsste oder beachten sollte. Das sind keine mobilen Tastaturen. Die schleppt ihr nicht mit euch rum. Ihr könnt es natürlich machen. Aber es ist nicht eine Reisetastatur à la sozusagen Logitech, wo ihr um eine ganz leichte Tastatur, eine ganz flache mit euch rumschleppt. Wir haben auch die ganzen Logitech-Dinger da. Da können wir auch noch mal ein Video zu machen. Habe ich aber, glaube schon mal vor 2 Jahren schon mal eins gemacht. Ansonsten, was ist hier noch zu beachten? Das Ding ist, sage ich mal, vom Internal ist es komplett gedämmt. Ich denke mal, das macht auch sehr, sehr viel aus vom Klangbild. Das ist ein Aluminium-Body. Viele tapen sich das Ganze. Das heißt tapen, man nimmt das, die Platine raus und verseht dann die Rückseite der Platine mit Klebeband. Da könnt ihr euch Videos angucken ohne Ende. Deswegen, das schneide ich jetzt nicht extra sozusagen rein. Das ist eine Sache, ich bin davon kein Freund. Ich habe die immer
immer komplett sozusagen mit Schaumstoffmaterialien ausgehöhlt. Das nimmt dann sozusagen den ganzen Hall in diesem Body, weil es ist natürlich Metall. Hier jetzt kommt noch dazu, wobei das ist jetzt hier nochmal ein Aluminium-Chassis sozusagen drunter. Das kann man auch tauschen gegen ein Kunststoffchassis im Endeffekt, was dann so ein bisschen transparenter ist, weil er, wie ihr hier schon seht, sind die Tastenkappen, die sind jetzt auch von Glorious, das heißt Nebula. Das Set, ja, kann man sich drüber streiten, ist jetzt auch nicht mein Wunschset, man kann schon erahnen, das ist eher, sage ich mal, die Tastatur von meiner Frau, die ich für sie gebaut habe, aber unterm Strich habe ich es dann natürlich auch selber getestet und was er jetzt schon hört, das ist natürlich das, worauf jetzt, sage ich mal, viele immer abzielen, wie klingt denn das Brett, und da wollen wir uns das mal kurz geben. Ich drehe mal das Mikro kurz ein bisschen zur Tastatur mehr. Ja, und wie man gehört hat, im Endeffekt der große, große Vorteil, was heißt Vorteil, vielleicht ist es auch ein Nachteil, das Ding klingt recht dumpf. Ja, jetzt kann man sich drüber streiten, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil, das muss jeder sozusagen selber wissen. Aber das ist so ungefähr das Klangbild, was die meisten sozusagen rauskitzeln wollen aus so einer Tastatur. Und zum Beispiel die Zoom 75, die hat einen gewissen, ja, Flex im Endeffekt in dem Board drinne. Flex heißt im Endeffekt bei dem Tastaturthema, dass wenn er die sozusagen drückt, dass die dann nachgibt. Also das ganze Board ist flexibel auf Schaumstoff gelagert und dann geht das ganze Tastaturfeld so ein bisschen runter. Musste ich auch erstmal lernen. Ich persönlich bin kein Freund von dem Flex. Also das Ding hat jetzt kein Flex. Das Ding ist im Endeffekt, wenn man so will, komplett gepresst, ausgehöhlt und hat null Flex. Ja, das ist im Endeffekt eher meine Präferenz und wie man hier auch schon hört, ich habe hier sozusagen taktile Switche drunter im Randbereich, was so die Funktionstasten angeht und die Randtasten. Und was wir hier drunter haben, sind, glaube ich, das können wir aber mal kurz nachgucken, weil da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich hier Red verbaut habe. Red sind so die Standard, genau, das sind die Standard-Switche von Glorious, die sogenannten Fox-Switche, auch Glorious verbaut. Die sind pre-looped, das heißt, die sind vorgeschmiert, kann man sich sparen, im Endeffekt das selber zu machen. Das Looben kostet einfach enorm viel Zeit und ganz ehrlich, man kriegt es nicht besser hin. Also das ist auch eine Philosophiefrage. Klar kann man mit den Schmiermitteln ein bisschen experimentieren, haben mich auch gemacht, aber unterm Strich muss man einfach realistisch sein, als im Endeffekt auch wirklich jemand, der sehr intensiv E-Sport-Titel zockt, auch kompetitiv, möchte ich behaupten, macht es keinen Unterschied, ob ich das Ding lube oder ob es geloopt wurde. Klar, wenn richtige Profis da vielleicht rangehen, geht es noch leichter, aber wie man schon merkt, da ist hier alles super leichtgängig, alles super schnell und dementsprechend, ja, ist es eigentlich ein interessantes Brett im Endeffekt, was wir hier zusammengebaut haben. Wie gesagt, ist nicht ganz günstig. Wir wollen auch immer über Preise reden bei Surround Gaming, das ist ja auch wichtig auf dem Channel. Das gute Stück hat jetzt hier gekostet, der Buddy liegt ungefähr bei 150 €, also hat man nur im Endeffekt das Barebone ohne Switche und ohne die Keycaps und ohne den Frame. Ja, das ganze Individualgedöns rechne ich jetzt nicht vor, das muss jeder selber wissen. Da kann man sich wirklich jede Taste mit Gummi noch und so weiter versehen. Wie gesagt, die ist jetzt hier nur eigentlich ausgehöhlt komplett und ein bisschen gedämpft. Da ist jetzt nicht noch der innere Frame getauscht und so weiter. Das habe ich bei einer anderen Version gemacht. Aber das wäre zum Beispiel eine Version von der Glorious Variante. Und wie gesagt, 150 der Buddy. Der Frame, sagen wir mal, ungefähr 60 € sind 210. Die Keycaps von Glorious, die sind relativ vom Preis ganz gut. Die habe ich jetzt hier abgeschossen, ich glaube für 35. Also sind wir ungefähr roundabout bei 250 €. Das Kabel von ist auch von Glorious, ein Black
Mac-Version, so eine, ja, gedrallte Version, das nennt man ja so Air, also hier so Airplane Edition, wenn man so will, oder Airplane Version, weil die alle so ein bisschen Avionik-Style haben, die ganzen Anschlüsse, das braucht man nicht wirklich, das ist alles nur Kunstgriff und Humbug, also darauf könnt ihr verzichten, einfach ein USB-C-Kabel, beziehungsweise Glorious liefert auch eins immer bei, ich finde es jetzt hier gerade nicht, doch, ich finde es doch. Die sind auch ganz in Ordnung. Die sind meistens gesleeved hier. Kommt sowas, kommt immer mit. Und von der Version gibt es eine silberne und es gibt auch eine Black Barebone Version. Dann gibt es unterschiedliche Frames oben zu kaufen. Oder wenn ihr ganz verrückt seid, die Version zeigen wir aber nicht heute, dann könnt ihr euch so eine Version natürlich mit ein bisschen Farbe selber sozusagen ansprühen. Und dann habt ihr eine individualisierte Tastatur. Aber wie gesagt, jetzt sind eher die Versionen, die ich heute vorstelle, die man so einfach nachbauen kann, wenn man Bock hat und ein bisschen die Internals modifiziert. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist eine Sache. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit reingeballert, weil das Ding ist eigentlich Lego-Prinzip. Ihr baut es einfach zusammen und modifiziert es ein bisschen von den Internals. Und dann habt ihr schon ein anderes Klangbild. Die klangen wirklich ohne dieses Gedämmte drinne ganz anders. Das hat sich schon drastisch geändert. Ja, jetzt nehmen wir mal eine Version, die ich eigentlich, wenn man so will, relativ häufig einsetze, beziehungsweise täglich. Das ist im Endeffekt eine silberne Version. Kann man auch relativ einfach nachbauen, auch von natürlich Glorious gleiches Board. Wenn man so will, war eigentlich einer meiner ersten Builds. Die Version ist hier ein bisschen schmutzig, pardon, das haben wir jetzt mal weg. Und wie man hier sieht, was wurde modifiziert? Internals wieder ein bisschen, in Anführungszeichen, hier ist gar nicht so viel jetzt verändert. Das ist eigentlich, wenn man so will, eine relativ triviale Standardversion, so wie ihr sie auch sozusagen gleich kaufen könnt. Da seht ihr mal nur den Klangvergleich, wie man im Endeffekt eine modifizierte Version gegen im Endeffekt eine Standardversion aus dem Hause Glorious einfach beziehen könnte. Also ich hoffe, man kann es schon ganz gut raushören. Der Unterschied ist schon, ja, frappide ist er schon. Ob das jetzt, das ist ein eher sehr kurzer Klang. Ich finde das immer, das klingt sehr, sehr nach, aber letztendlich ist es meistens das Optimale für viele. Klingt eben ein bisschen, ja, satter sozusagen. Aber so merkt man schon, sage ich mal, die ist jetzt nicht so massiv gedämmt wie die. Und schon hat man doch einen Heidenunterschied zwischen den beiden Versionen. Und ja, das sind so eigentlich die Standardvarianten, die man relativ einfach sozusagen bauen kann. Hier sind auch Glorious Keycaps drauf. Im Endeffekt, wie ihr hier seht, Black Version. Das sind beides im Endeffekt deutsche Versionen, wie man auch unschwer erkannt hat. Hier hat man schon gesehen, dass ab und zu, wenn man hier bei den Glorious, die Stubbies sind manchmal nicht so dolle. Die Stabis habe ich jetzt hier noch bei beiden nicht getauscht. Das heißt, die Stabilisatoren, um die Tasten hochzudrücken, gerade bei der Spacebar im Endeffekt sind der Stabis drunter. Das heißt im Endeffekt, hier sind an der Seite Unterstützer, die Tasten hochdrücken. Und wenn man da unter einen unglücklichen Winkel raufdrückt, dann hängen manchmal die Tasten. War ein großer Kritikpunkt bei der Firma Glorious, hat auch viel Reputation gekostet, weil für so ein teures Brett, die haben mal gekostet, die Barebones, um die 220 Euro, manchmal kosten sie auch so viel. Also ihr merkt schon, da könnt ihr auch, wie gesagt, deutlich mehr Geld noch reinbuttern, müsst ihr einfach gucken, wann die Dinger im Sale sind. Hier haben wir auch komplett, glaube ich, Red Switche drunter, hier sind nur die Fox verbaut. Ich glaube, hier habe ich oben auch, ja, die Fox, die sind komplett Fox nur drinne, alle looped.
Was mir bei der Version jetzt hier nicht so gut gefällt, obwohl hier im Endeffekt hier oben die Plate im Endeffekt ist eine Aluminium-Plate, also voll gefräst, die unter den Tastenkappen sitzt, das Licht kommt dann nicht so gut durch. Das ist auch ein bisschen bei den Glorious-Versionen ein bisschen blöd. Die LEDs sind sozusagen im unteren Bereich der Switche aufgehangen, also unten drunter. Dadurch werden die Tasten nicht gut ausgeleuchtet. Das ist immer so ein kleiner Nachteil, also wenn man ein schönes Lichtbild haben will. Ansonsten sehen die eigentlich ganz gut aus, das muss man schon sagen. Aber hier müsste eigentlich nochmal eine aus Polycarbonat drunter, ein Frame, habe ich auch schon da, jetzt nicht umgebaut. Dann ist das ja das ganze Lichtbild ein bisschen heller. Wir können nachher auch noch einige, sage ich mal, anschließen, damit man das sieht. Das hier im Endeffekt ist ja, wenn man so will, nicht ausgeleuchtet. Die Tasten sind ja, ja wenn man so will, komplett durchgedruckt, ohne irgendwas Durchlässiges für die Lichtsachen. Hier im Endeffekt habt ihr Backlight, wenn ihr so wollt, könnt ihr durchgucken und schon die Tasten im Dunkeln, sage ich mal, wahrnehmen. Hat aus meiner Sicht Vorteile. Dementsprechend bin ich eher ein Freund von diesen Backlight-Versionen als von diesen vollwertigen Keycaps, aber das präferieren die meisten. Gerade im High-End-Bereich sind meistens das immer vollgedruckte Keycaps, nicht, sage ich mal, mit Backlight oder so. Nehmen wir jetzt noch die dritte Variante. Ihr seht schon, Glorious ist hier heute gut vertreten. Die schieben wir mal hoch und dann kommt jetzt noch mal eine Variante, die ist eher so fürs Gaming ausgelegt. Gaming ist natürlich immer so eine Sache, gerade mit den Tasten, wenn man so will, und mit den, ja, mit den Tastenkappen eher, muss man wirklich sagen. Da kommt es auf den Winkel drauf an. Das Board ist ein bisschen intensiver genutzt worden zum Zocken. Und wie man hier vielleicht schon sieht, wenn das Bild dann wieder scharf wird, müssen wir vielleicht mal doch die eine da hinten wegnehmen. Doch, jetzt geht's. Bei der Spant, die ist jetzt sozusagen auch vollkommen ausgehöhlt, also komplett der Body gefüllt. Die hat das Polycarbonat drunter, dementsprechend gut ausgeleuchtet. Und das sieht man jetzt hier wahrscheinlich schwer, aber dass die ganzen Bezeichnungen der Tastenkappen sind nach vorne zu euch gerichtet. Das heißt, das Ding ist im Endeffekt beschriftet zum Gamer hin, also nicht wenn man drauf guckt, sondern eher wenn man sowieso die Tastatur vielleicht eher so von schräg oben sich anguckt, dann seht ihr das ganze Tastenbild im Endeffekt wunderbar. Und die müssen wir uns auf jeden Fall mit Licht mal angucken. Die hat den riesen Vorteil bei den Tasten. Die sieht richtig brutal aus. Vom Lichtbild ganz scharf im Endeffekt, wirklich gut ausgeleuchtet. Hier ist ein blauer Frame, ein gelber Knob im Endeffekt. Aber das sind alles so ja, Randerscheinungen. Das kann man sich in unterschiedlichsten Farben kaufen. Könnte man sich auch selber mit ein bisschen Geschick im Endeffekt farbig gestalten. Aber wie ihr jetzt hier schon seht, haben wir jetzt hier schon drei GMK Pro Tastaturen. Dementsprechend habe ich doch verschiedene Sachen getestet. Jetzt kann man immer sagen, okay, warum so viele Dinger? Eins hat doch gereicht und du wechselst immer die ganzen Tasten und Switches und so weiter und so fort. Das Ding ist ganz einfach, das macht schon, muss man sagen, ein bisschen Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier mal schnell in 10 Minuten hier das ganze Board wechselt mit den Switchen und mit den Keycaps. Da muss man schon Bock drauf haben. Das macht natürlich auch das Hobby ein bisschen aus. Und ich sage ganz offen, das ist eher ein Hobby. Das ist jetzt nicht eine Sache, die man sozusagen vielleicht hauptberuflich planen sollte, weil irgendwann wird es dann doch, glaube ich, frustrierend. Aber es macht schon Laune, entspannt auch ein bisschen, ist natürlich für jeden anders gelagert. Aber die Nummer macht schon eigentlich Sinn, wenn man sowieso das sowas hier täglich nutzt. Jetzt hat man natürlich den Faktor, man hat natürlich keinen Numblock. Ja, es gibt die natürlich in unterschiedlichsten Versionen. Es gibt auch volle 100% Varianten. Also dementsprechend kann man auch sowas dann in Anführungszeichen wählen. Es gibt aber auch von Glorious, und das Ding ist auch sehr umstritten gewesen, den sogenannten Numblock. Ja, den gibt es in zwei Farben, auch Silber und Schwarz, also genau wie die Tastatur.
gibt auch verschiedene Frames. Die Frames oben sind eigentlich nur in Blau und Weiß erhältlich, denn Silber und Schwarz gibt es noch oben. Aber komplett als Version zu kaufen. Hier sind die gleichen Tasten drauf, das sieht man schon, das passt zusammen natürlich. Und eine weitere Herausforderung, und das ist ein bisschen auch schade, wenn man jetzt noch die, also wir gucken uns gleich auch nochmal die Version an, auch vom Klangbild, keine Sorge, jetzt nochmal kurz den Gedankengang hier zu Ende bringen. Das sind auch die Glorious Handballenauflagen, die nehmen natürlich relativ schnell jegliche Handaktivität, sage ich mal, auf. Man sieht schon, die sind jetzt nicht ganz bündig. Das ist auch schon ein bisschen komisch aus meiner Sicht. Ich hätte ganz gerne eher eine volle Version, aber gut, muss man einfach gucken. Von Glorious gibt es das aber nicht über die volle Länge. Und das ist, denke ich mal, nicht optimal. Darüber kann man auch ein Video noch machen. Wir wollen es jetzt heute nicht zu ausschweifend werden lassen. Ich denke mal, das ist ein Setup, was man im Endeffekt schon als denn ja bürotauglich nehmen kann. Ich habe jetzt immer rechts die Maus daneben und dementsprechend kann man denn sozusagen hier eigentlich relativ cool das bedienen. Man sieht hier, ich bin jetzt ein Freund vom Trackball. Zockt damit auch, ist natürlich individuell, muss jeder selber wissen, aber das gibt mir natürlich den Freiraum, jetzt hier relativ kurz im Endeffekt das nahe bei der Tastatur zu haben, links den Numblock. Man kann es natürlich auch wechseln und man kann ihn auch betreiben mit Kabel und dann die Maus sozusagen hier drunter, das würde auch gehen. Also die Kreativität ist da absoluter Freiraum gegeben. Und da könnt ihr sozusagen machen, was ihr wollt draus. Da gibt es eigentlich keine Grenzen und auch keine Regeln. Das muss auf euch im Endeffekt passen. Und das macht die Sache auch so zeitintensiv, kostenintensiv und aber auch spannend, weil ihr individualisiert das komplett auf eure Bedürfnisse. Und mein Bedürfnis war zum Beispiel, wenn ich das in der Konstellation habe, dass man dann im Endeffekt wirklich einen Handballenauflagen hat. Ich präferiere nun Holz. Ich finde Holz sehr angenehm für die Hand und dementsprechend, die Farbe passt natürlich noch nicht ganz, aber von der Größe seht ihr, haut er schon sehr gut hin und dann habt ihr über die volle Distanz sozusagen eine Handballenauflage und könnt dann da sehr gut eure Eingaben tätigen, weil letztendlich dreht sich das ja alles darum, um die Eingaben. Und kommen wir jetzt aber nochmal zur E-Sport-Variante zurück. Und die gute E-Sport-Variante hat natürlich ein etwas anderes Klangbild. Ich lasse das ruhig mal so in der Konstellation. Wobei auch da kann man sich jetzt unterschiedliche Themen sozusagen denken. Eigentlich müsste das eher mit dem Trackball zusammen sein, glaube ich, so. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Spielerei auch, ob das farblich jetzt passen muss oder nicht. Das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ich fand es interessant. Ich denke mal, wie man schon hört. Die hat noch mal, obwohl es das gleiche Gehäuse ist, muss man ja wirklich sagen, machen wir es mal so, dass es halbwegs auf der Höhe ist, zack. Also die klingt schon recht ähnlich. Aber ich denke mal, was man hier schon raushört, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen der Unterschied, den sieht man, wenn man sich die Tastatur noch ein bisschen näher anguckt. Die Tasten sind hier natürlich deutlich höher.
weil sie auch beschriftet sind, als natürlich die Dinger hier. Rein zum Zocken, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage oder die Gratwanderung für mich gewesen. Ich präferiere eigentlich relativ flache Tastenkappen, also eher hier sowas hier oben, als sowas Hohes. Aber da, das sind eben, Geschmäcker sind absolut verschieden. Am besten wäre natürlich das Layout hier oben, in das sozusagen hier unten zu bringen, aber die Tasten müssen hier eine gewisse Höhe haben. Dafür haben sie natürlich einen hohen Hohlkörper und klingen natürlich deswegen auch sehr dumpf, was ja wieder viele cool finden. Und wie gesagt, da kann man sich jetzt lange drüber streiten, was geil ist und was nicht geil ist. Was aber geil ist bei der, und das zeige ich euch jetzt mal, das ist natürlich die Hintergrundbeleuchtung, das Backlight. Ja, und dafür machen wir mal kurz sogar das Licht aus, oder wir dimmen es mal ein bisschen, mal gucken, wie weit wir runtergehen müssen. Ah, ich denke mal, so reicht schon, so sieht man schon eigentlich sehr gut. Wenn es richtig dunkel ist, dann sieht es noch ein bisschen krasser aus. Wie gesagt, im Dunkeln ist das echt super deutlich und super brutal zu lesen, aber ich denke mal, man erkennt es trotzdem. Das hat schon was und ja, sieht schon aus meiner Sicht gut aus. Ist der einzigste Nachteil, das denke ich, man sieht man schon hier an der Enter-Taste, das ist ein ANSI-Layout, wenn man so will, amerikanischer Stil. Man kriegt da einfach die besseren Tastenkappen als im ISO-Format. Ich denke mal, das wird sich aber auch bald ändern. Dementsprechend fürs Zocken aus meiner Sicht kein K.O.-Kriterium, weil für Schreiben, sage ich mal, nehme ich eine andere Tastatur. Das sind eher so Zocktastaturen, auch wegen den Abtastraten. Ob man das jetzt wirklich spürt, da scheiden sich auch die Geister. Ich denke mal, schnelle Eingaben sind natürlich wichtig und das kann man sich in der Glorious Software auch gut einstellen. Die Software ist auch recht gut, muss man wirklich sagen. Wir können auch mal gleich noch mal reingucken, damit wir die auch mal kurz gezeigt haben. Weil die ist ja auch bei solchen Tastaturen echt wichtig. Und neben dem Look und neben dem Feeling muss die Software natürlich gut sein, damit ihr alles einrichten könnt. Aber das geht bei Glorious. Ihr könnt auch jede einzelne Taste mit Licht versehen. Und auch die Seiten sind jetzt hier mit Licht ausgeleuchtet. Und wie ihr seht, die hat eine sehr harmonisches Lichtbild. Da kommt im Endeffekt auch, dass das oben ausgeleuchtet ist bei den Tasten, nicht verkehrt. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus und ist auch sehr scharf und sehr deutlich zu lesen. Ja, weitere Boards oder weitere Versionen werden wir jetzt nicht in die Kamera halten. Wir haben noch ein paar davon da, so ist es nicht, aber es ist dann, denke ich mal, fürs nächste Video gedacht, dass man dann noch ein paar andere Versionen sozusagen in die Kamera halten wird, beziehungsweise auch gerne mal detailliert vorstellt. Heute, wie gesagt, sind das die Vertreter mit den Glorious Tastaturen. Und dann natürlich der alles entscheidenden Frage in 2024, lohnt sich das noch, eine Tastatur selber zu bauen oder greife ich auf die üblichen Verdächtigen à la Logitech, Asus und auch Corsair? Aus meiner Sicht muss man sagen, 2024, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht nicht der Hersteller, das muss aber auch jeder selber ein bisschen wissen. Man sieht, ich habe da auch vielleicht ein bisschen Lehrgeld bezahlt, unterm Strich mit dem Wissen, was ich jetzt hätte. Das ist vielleicht wichtig für den einen oder anderen. Hätte ich die Glorious GMMK Pro auch gekauft oder hätte ich eher eine andere Version genommen? Ich für meinen Befinden, ich hätte sie auch gekauft, sage ich ganz offen. Warum? Weil mich die Qualität überzeugt, sage ich mal. Das Ding ist natürlich brutal schwer. Das ist aber nicht das Argument, was ich jetzt, sage ich mal, dafür ranziehe, dass ich sozusagen das Ding jetzt empfehlen würde. Empfehlen ist so eine Sache, es ist kein Sweet Spot, das muss ich schon sagen. Die Tastatur an sich, der Bärbauen, ist einfach zu teuer. Wenn er den nicht unbedingt, sage ich mal, günstig abschießt, da könnte er auch gebraucht, sage ich mal, gucken, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Tastaturen und das immer zuerst prüfen, ob ihr, sage
manchmal unten von der Tastatur die Schrauben lösen könnt. Also diese kleinen Schrauben hier, weil es gab eine ganz große Charge, wo die Schrauben zu fest angezogen worden sind, und ich habe ernsthaft auch leider eine erwischt von dieser Charge, weil man kann die natürlich auch günstig Gebrauch kaufen, und eine hatte ich Gebrauch gekauft. Das ist die Version hier oben, die schwarze, und dann passiert euch nämlich das Ganze, dass er im Endeffekt die Schraube wie hier rausbohren müsst, und das geht nicht, ohne dass er das Ding beschädigt. Das könnt ihr vergessen, und dann könnt ihr natürlich das Ding zwar weiter betreiben, und das Ding war sonst makellos, aber es hat mich schon geärgert, weil bei so einer Tastatur muss natürlich schon ein relatives Bild sein, oder ein perfektes Bild ohne Beschädigung. Die hat jetzt hier oben so einen kleinen Schuss, aber dadurch, dass die jetzt für einen internen Gebrauch oder als, wenn man so will, Prototyp so ein bisschen hergehalten hat, war es für mich vollkommen okay, und meine Frau kann damit leben, weil, wie gesagt, eine Beeinträchtigung ist ja nun nicht dabei. Aber was macht jetzt die Sache, oder wir müssen natürlich noch darauf kommen heute auf jeden Fall, was gibt es denn für Alternativen? Und die Alternativen, ich meine, die Dinger werden ja alle in China produziert. Glorious ist zwar, wie gesagt, ein US-Hersteller, der, glaube ich, da kann ich jetzt falsch liegen, auch gerne in den Kommentaren schreibe, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle. Ich glaube, Glorious, so hatte ich es gespeichert, ist entstanden, sage ich mal, aus einer Gruppe von Zockern, die dann irgendwelche Mauspads, sage ich mal, gebaut haben und vertrieben haben, weil sie ihr Hobby nachgegangen sind, und dann haben sie irgendwann die Idee gehabt, auch mal mechanische Custom-Tastaturen zu bauen, und waren einer der ersten im Endeffekt, die dieses modulare System mit den Switchen hatten, und dadurch ist Glorious groß geworden. Und man muss sagen, bis heute einer der bekanntesten oder auch einer der größten Lieferanten für mechanische Tastaturen. Aber es gibt mittlerweile echt viele Unternehmen, die sich darauf gestürzt haben. Natürlich auch die ganzen AAA-Buden aller Asus, also die ganzen Hardware-Hersteller, Corsair und wie sie alle heißen. Ich habe selbst hier von, was war das neulich? Ich glaube sogar Thermaltake hatte eine Tastatur, was mich doch ein bisschen schockiert hatte. Und Cooler Master hat Tastaturen und. Wie gesagt, ich komme ja noch aus der Ära, wo Cytec, denke ich mal, nicht nur für Joystick stand, sondern auch noch für Tastaturen. Strike 7 als Hinweis, eine Tastatur mit Bildschirm, oder Logitech G19, ein absolutes Brett damals gewesen. Die ganzen Logitech-Tastaturen, da können wir auch mal ein Video drüber machen. Einige habe ich davon noch. Noch von den antiken Stücken, oder natürlich Razer Tarantula, super teuer damals gewesen, einer der teuersten Tastaturen um die, ich glaube, 2000er rum, und das sind heute, wenn man jetzt sieht, was hier schon auf dem Tisch liegt, gar keine Preise mehr. Die Dinger hier, wie gesagt, sündhaft teuer. Ob sie jetzt ihr Sache wert sind, das muss jeder, wie gesagt, da will ich heute auch ein bisschen mich zurückhalten mit dem Bashen. Das sind alles Luxusprodukte, eine normale Tastatur für 30 Euro taugt genauso. Besser zocken werdet ihr damit auch nicht. Ja, es ist im Endeffekt nur ein bisschen, ein paar Nuancen kann man verfeinern, wenn man natürlich seine Präferenzen rausfindet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache an den Tastaturen selber bauen, was wirklich denn Fun macht, um seine, ja, Vorlieben, sage ich mal, was Tastaturen, Eingabegeräte angeht, rauszukitzeln. Und dadurch ist die Sache auch für mich so spannend geworden und auch ein bisschen exzessiv. Wir können nur eine Sache, glaube ich, da wird es auch ein separates Video zu geben, aber wir gucken uns mal einen Vertreter aus Fernost an, der gerade auch jetzt so ein bisschen immer als super State of the Art, als Sweet Spot schon genannt wird. Es ist nicht die Zoom 75, keine Sorge, weil die kostet, wie gesagt, nur das Barebone 240 Euro. Die Special Edition sind bei 280, also das ist schon nochmal eine ganz andere Liga. Aber das ist das gute Stück hier. Wie ihr seht, das ist eine von
Akku eigentlich und Moonskeek. Das sind so zwei Brands, die man in dem Segment, denke ich mal, ja, kennen sollte. Oder kennen sollte, will ich jetzt nicht sagen. Man muss gar nichts kennen. Aber das ist hier so ein bisschen der heilige Gral, in Anführungszeichen, wenn es um Preis und Leistung geht. Was die Tastaturen zum Beispiel auch nicht haben, die sind weder Bluetooth-fähig noch irgendwie Funktastatur. Das sind reine kabelgebundene Tastaturen. Warum? Weil man natürlich sagt, im Gaming-Bereich haben, sage ich mal, drahtlose Verbindungen nicht zu suchen. Aber wie ihr schon gemerkt habt, da findet den Fehler. Ich meine, die kann man jetzt nicht betreiben, den Trackball mit Kabel. Die hingegen natürlich hier schon, die professionelleren von Logitech. Und mehr Auswahl gibt es ja da nicht. Aber normale Mäuse könnt ihr ja oft auch mit Kabel verwenden. Aber da kann man sich auch drüber streiten. Aber das ist auf jeden Fall bei Tastaturen schon wichtig. Ich denke mal, da haben auch viele recht, wenn sie sagen, da muss schon Kabel ran. Wir können ja mal kurz noch so ein Unboxing machen von der hier. Die haben wir natürlich auch schon. Ich räume mal kurz ein bisschen auf und dann geht es gleich weiter. Ja, damit nicht einige denken, wir sind doch hier von Glorious gesponsert oder so, nehmen wir jetzt nochmal einen anderen Hersteller. Wie gesagt, auch nicht gesponsert von Akku oder so, sondern alles eigenfinanziert, selber mit eigenem Geld gekauft. Und ja, auch schon getestet. Da muss ich sagen, aber noch nicht so intensiv. Das steht jetzt noch an. Die werde ich mir mal auch zu Gemüte führen eine ganze Weile und dann darauf zocken. Und wie gesagt, gerade so Spiele wie Tribes sind für mich so ein bisschen der Benchmark. Wenn man damit sozusagen gut zurande kommt und die Eingaben flüssig gehen oder man gar nicht mehr nachdenkt, dass man an der Tastatur sitzt, dann ist es im Endeffekt perfekt und dann ist die Tastatur perfekt. Und wie gesagt, die wir heute gesehen haben, sind nicht die Tastaturen, die ich präferiere, also nicht die Tastatur, die ich präferiere, weil die eigentliche Sweet Spot Tastatur für mich persönlich ist eine Tastatur, kommt irgendwann, wie gesagt, in ein, zwei Wochen, die wirklich gar nicht so teuer ist und ja, nahezu perfekt. Aber werden wir dann sehen, ob ihr das teilt, die Meinung, oder ob ihr sagt, nee, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bin ich mal gespannt. Zubehör gucken wir uns jetzt nicht an. Kabel und so weiter sind drinne. Hier sind auch ein paar Schräubchen und so weiter drinne. Da lassen sich die Chinesen nie sozusagen lumpen. Die packen da viel Zubehörkram rein. Hier sind sogar Stabis drinne, die ihr austauschen könnt, etc. etc. Wie gesagt, wir stellen die auch nochmal im gesonderten Video vor, aber nur damit ihr mal eine Optik kriegt, was jetzt sozusagen Stock das ganze Teil jetzt hier bietet. Wie gesagt, ist die Version hier MIW, die Moonskeek von Akku importiert bzw. bestellt. Akku ist groß geworden für Keycaps. Haben wir auch schon ein paar, sage ich mal, ich glaube, haben wir ein paar vorgestellt? Ich glaube, nee. Haben wir noch nicht vorgestellt, habe ich zwar Material schon gedreht von einigen Keycaps von Akku, die werden wir dann auch noch mal bei einigen Videos verarbeiten, aber jetzt erstmal zu der Moonskeek. Was ist hier besonders? Besonders ist im Endeffekt auch voller Aluminium Body, das Ding ist sau schwer. Ein detailliertes Video, wie gesagt, machen wir noch. Anschluss ist hier. Das Ganze hat auch einen USB-Dongle, das heißt im Endeffekt, das Ding kann über Funk betrieben werden oder auch Bluetooth. Ja, über die Feinheiten gehen wir noch ein. Wie ihr schon seht, das Ding ist sehr, sehr identisch zu den von Glorious, ist eigentlich ein Klon. Ich hole mal doch wieder eine Version her, dann sieht man es ganz gut im Vergleich. Man sieht schon von der Größe auch absolut identisch, ja, die ist noch ein bisschen fetter und die wiegt auch noch ein bisschen mehr, also die Moonskeek. Hört sich auch anders an, noch ein bisschen hohl, aber gut, das kriegt man immer getuned. Das ist sowieso auch so ein Mythos oder auch so ein bisschen Zauberei. Da machen ja viele immer ein Kunstwerk draus, wie man das Ding jetzt, sage ich mal, so gedumpft oder abgedämpft kriegt im Endeffekt, damit sie diesen gewissen Klang kriegen, den alle haben wollen. Das Ding müsst ihr einfach nur, das Ding hat einfach Hohlräume hier drin und wenn er die schon füllt, dann hört sich das schon ganz anders an, weil das Ding hat relativ hohe Keycaps und wie ihr schon seht, das Ding ist nach Front gerichtet, finde ich schon mal geil. Und dann natürlich auch noch ein entscheidender Vorteil, wie ihr hier schon vielleicht gesehen habt, die genau hingeguckt haben, isolayout.de.
Das Ding ist ein deutsches ISO-Layout und war für mich auch der Grund, warum ich es geholt habe. Weil das ist eigentlich, wenn man so will, auf dem Papier die perfekte Form gewesen für Tastaturen. Warum es auch nicht ganz perfekt geworden ist, das will ich im nächsten Video mal machen, denn wie gesagt, speziell über diese Tastatur, wenn ich mich auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, die Sachen sind ja auch immer ein bisschen, ist auch vielleicht wichtig zu verstehen, zeitversetzt, das heißt, ihr könnt jetzt hier ein Video, sage ich mal, sehen oder Material von einem Video, was auch schon 2-3 Wochen alt ist, was einfach mal aufgenommen wurde von mir und die Testphase ist vielleicht schon längst vorbei und nächste Woche kommt dann das Video mit dem Inhalt, aber wir gucken uns jetzt nochmal kurz das Licht an, weil eine Sache will ich auf jeden Fall schon mal benennen, die mich stört. Dafür müssen wir es wieder ein bisschen dimmen hier, weil die Ausleuchtung dieser Tastatur, ihr habt ja vielleicht noch den Vergleich im Hinterkopf von meiner eingebauten Glorious, das sieht man hier glaube ich jetzt nicht ganz gut, aber die Ausleuchtung ist echt schwach, das könnte auch nicht hochdrehen. Das Ding hat auch einen Akku drin, wenn man hier sieht, diese rote Lampe, heißt im Endeffekt, der Akku ist nicht voll. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich weiß nicht, ob es an den Keycaps liegt. Ich denke mal, es liegt eher an dem Frame, der unter den Tastenkappen, unter den Switches eher ist. Der wird nicht durchlässig sein, also kein Polycarbonat, wobei ich bei der Preisklasse eigentlich erwarte, dass sie nur Polycarbonat verbaut haben. Das ist ja das Besondere bei Glorious, die Dinger sind voll Alu, das heißt auch das oben gefräste Backplate ist auch voll Alu und das muss man natürlich schon bezahlen, deswegen ist der relativ hohe Preis bei Glorious schon auf ein paar Sachen zurückzuführen. Nichtsdestotrotz immer noch, jetzt wie sie so liegen, manchmal für 110 Euro der Body vollkommen okay. Aber 220 ist es niemals wert, darüber braucht man nicht reden. Ansonsten, was gibt es hier noch zu sagen? Ich denke mal, der Vergleich, wie gesagt, zwischen den beiden ist offenkundig. Da müsste man jetzt noch die Zoom 75 nehmen, die ja so im Moment als absoluter Referenz-Benchmark, sage ich mal, herhält. Auch hier Spoiler, eine Zoom 75 wird bei uns auch zu sehen sein. Das muss man natürlich im Sortiment haben. Wenn man der Sache hier ernsthaft nachgeht oder sich damit beschäftigt, dann will man natürlich die von Mellitrix die Referenztastatur im Moment auch haben. Die Special-Version, die wir jetzt haben wollten, ist nicht so schnell verfügbar. Da müssen wir eine ganze Weile drauf warten, weil das ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei Apple-Produkten. Ihr müsst hier Zeit mitbringen. Einige Sachen sind echt schnell ausverkauft. Man probiert ja so eine künstliche Verknappung immer hinzukriegen. Da bin ich ja eigentlich kein Freund von. Das kennen wir ja schon im Hardware-Segment von den ganzen Computerteilen. Das heißt immer nur, dass die Preise natürlich brutal nach oben schnellen. Aber ansonsten, wie gesagt, heben wir uns für später auf. Das, denke ich mal, ist so ein bisschen nur mal als Abrundung gewesen, was es noch für Hersteller gibt. Und jetzt nochmal zum Thema Sweet Spot. Das sind ja so die Konkurrenten, wenn man will. Ist natürlich die schon eine ganze Weile auf dem Market. Die ist relativ frisch. Die kostet, wenn er Glück habt, sage ich mal, in irgendeiner Sale-Aktion mit irgendwelchen Rabatten. Damit schmeißen die asiatischen Hersteller ja gerne um sich rum zu Ostern und der Jahr des Drachen, Jahr des Hasen, Jahr von irgendwas, Jahr des Hackmax. Von der Seite her, da müsst ihr einfach immer gucken auf den Seiten. Man kann da auch relativ easygoing selber, sage ich mal, importieren. Da wird alles ausgewiesen mit Zollgebühren und so weiter und so fort. Und man kann auch hier bei großen Online-Versendhäusern bestellen. Ihr bekommt meistens die Version aber nicht. Ich glaube, die Version gab es jetzt hier aber sogar bei den großen Online-Stores. Einige hatten da welche auf Lager. Roundabout 179 Euro reden wir hier, komplett mit Switchen, komplett mit Keycaps, eigentlich fertig, out of the box. Wir machen die mal vorher ab. Und ich glaube, hier waren Black Akkus drunter, geloopt schon. Genau, da sieht man schon, die sind nicht transparent, dementsprechend geht das Licht da auch nicht so geil durch. Die könnte man wahrscheinlich tauschen, dann würde es auch ein bisschen besser ausgeleuchtet sein, weil die Keycaps sind natürlich zu der blauen Version, die wir auf dem Tisch hatten, relativ identisch. Das ist eigentlich ein und die gleiche Soße. Ich möchte aber behaupten, vielleicht sogar der gleiche Hersteller der Keycaps. Ich glaube, Akku, die labeln auch nur um. Ich glaube nicht, die produzieren selber. Die sind zwar
relativ groß und bekannt, aber irgendeiner produziert da im großen Stile, weil die sehen verdammt ähnlich aus wie die anderen oder vielleicht bestellen die anderen bei Akku, keine Ahnung, da habe ich die Konstellation noch nicht rausbekommen. Ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht so entscheidend. Wichtig ist natürlich immer nur der gute Preis und das ist natürlich bei dem, wie ihr schon heute gemerkt habt, bei dem Hobby relativ schwierig manchmal zu finden. Ihr müsst da echt Geduld haben, vergleichen, recherchieren und suchen. Wir werden bei uns bei Surround Gaming auf dem Channel ab und zu jetzt öfter das Thema natürlich haben und immer mal auch einen Hinweis geben, wenn denn irgendwo mal ein Sweet Spot zu haben ist. Ich denke mal, der nächste Black Sale am Jahresende wird interessant sein, da werden wir sicherlich die ein oder andere Sache noch mal einkaufen. Braucht man so viele Tastaturen? Nein, braucht man nicht. Die Antwort kann ich gleich geben, aber es ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen Individualisierung, das ist ja heutzutage sowieso in und ich sag mal so, wer das Hobby ernsthaft betreibt, der kann da auch, denke ich mal, mehr wie ein, zwei Tastaturen. Ob es jetzt 7 oder 8 sein müssen, da gebe ich Ihnen recht, das ist Schwachsinn, das muss man natürlich nicht haben. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Fazit. Ja, Custom-Tastaturen, das kann natürlich spannend sein, kann unspannend sein, auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Thema haltet. Ist ja ein Stück Hardware, wenn man so will und hat natürlich damit auch auf unserem Channel eigentlich Platz und muss auch sein, weil zu jedem guten Computer gehört eine gute Tastatur und eine gute Maus oder machen wir uns nichts vor, sie sind genauso wichtig wie ein guter Bildschirm. Also da zählen auch die Herzzahlen, da zählen die Switche und ob man damit klarkommt, wie gesagt, oder nicht, weil eine blöde Tastatur macht ein blödes Spielerlebnis und dementsprechend habt ihr auch nichts von euren High-End-Rechnern. Und diese Sachen, sage ich mal, waren für mich einfach mal wichtig auszuloten. Ich glaube, ich habe es jetzt relativ gut exzessiv alles durch. Ich bin noch lange nicht am Ende der Reise, muss man wirklich sagen, mit Tastaturen. Da kann man sich noch wahrscheinlich Monate oder Jahre gar mit beschäftigen und findet da immer noch das eine oder andere raus. Und das ist, glaube ich, das Schöne bei der Sache und das will ich abschließend einfach jedem mitgeben, das ist einfach entspannt und man kann sich da einfach selber seine Gedanken zu machen und auch mit den einfachsten Mitteln irgendwelche Verpackungsmaterialien zuschneiden und die in die Tastatur rein verbannen und gucken, was das für Auswirkungen hat oder auch auf der Suche nach Switche gehen, selber die Switche modifizieren, da sind wir heute gar nicht drauf eingegangen, die kann man auch noch, sage ich mal, wie gesagt, loopen ist das eine. Das heißt im Endeffekt mit Fett irgendwie einschmieren, die Stabis tauschen oder auch da nochmal dämpfen mit speziellen Materialien in die Switche bringen und. Da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und es macht, das ist schon wirklich, doch das kann ich bescheinigen, es macht einen Unterschied. Also wenn ihr auf euch angepasste Produkte und dazu gehört natürlich Erfahrung sammeln, austesten, sage ich mal, anpasst. Also ich muss sagen, mein Skill, wenn ich das jetzt nur auf Tribes beziehe und in Tribes 3, das neue Revivals, habe ich im Endeffekt jetzt rund 55 Stunden, sage ich mal, auf dem Buckel Spielzeit. Also doch recht intensiv die Alpha im Zockbetrieb und da muss ich sagen, hat sich mein Skill verbessert. Ich habe es gemerkt, wo ich mal gewechselt habe von meiner vermeintlichen besten Tastatur, die ihr heute noch nicht gesehen habt, zu den anderen Tastaturen, dass ich echt schlechter wurde. Also das ist natürlich immer, man muss immer eine gewisse Zeit der Tastatur geben, um sich umzugewöhnen. Das ist mir vollkommen klar. Also ich habe jetzt nicht nach 10 Minuten gesagt, die ist scheiße und weg damit, nächste oder zurück zu der alten Tastatur, sondern wirklich der Sache Zeit und Raum gegeben und musste aber feststellen, dass schon der Winkel der Tastatur, die Beschaffenheit der Keycaps und auch der Tastendruck entscheidend sind. Der klang für mich nicht, weil ich setze da mein Maxwell Odyssey Headset auf und lasse das Ding losballern und losscheppern. Da höre ich eh nichts von den Tasten. Was aber auffiel, meine Frau hat mir gesagt, dass schon dieses Geräusch, was er jetzt auch wahrnimmt, das ist jetzt die Moonskeak, dass das Geräusch, je dumpfer es ist, desto intensiver hört man das auch, wenn man an den Raum oder so vorbeigeht. Das heißt, die nächste Version oder einer meiner nächsten Gedanken und Versionen ist eine absolute Silent-Tastatur, weil ich finde, es muss nicht unbedingt dieses Geräusch beim Gaming geben. Wer es, sage ich mal, im Tippbereich braucht,
der jetzt viel schreibt, aber ihr geht euren Kollegen, wenn ihr jetzt Kolleginnen und Kollegen um euch rum habt, echt auf den Senkel, wenn das da ständig so rumklockt und rumklackt, da kann es dumpf sein, wie es will. Aber das ist so eine Thematik im Büroalltag, muss ich gestehen. Ich habe auch viel in großen Open-Office-Büros schon tätig war ich oder auch in meinem eigenen Büro oder auch mit Gästen zusammen oder und in irgendwelchen Workshops. Und da bin noch mal ein bisschen, habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob mir das irgendwo mal aufgefallen ist. Ich meine, auffallen tut schon, wenn jemand tippt, dann hat man dieses klassische Bürogetippe auf Laptops oder auf irgendwelchen Cherry-Tastaturen. Das ist so das typische Büro-Alltagsgeklimper. Diese Geräusche, sage ich mal, in der Tonlage, in dieser dumpfen Form, sind mir noch nie untergekommen, wären auch im Büroalltag, außer man hat mit Programmierern zu tun, die haben ja auch ihre individualisierten Tastaturen oftmals. Da kommt das eher, glaube ich, zum Tragen, dieses Tastaturen selber bauen auf die Bedürfnisse des Anwenders. Die haben ja auch meistens andere Layouts, dass die produktiver sein wollen oder müssen, um das ein bisschen schneller abzufrühstücken, die Eingaben. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das ganze Thema seht. Wie gesagt, auf unserem Channel wird es immer wieder mehr Raum haben jetzt für solche Themen auch, weil ich finde es spannend, hier einen gewissen Mix zu bieten und nicht nur über die tausendste 4090 Grafikkarte zu berichten oder über den tausendsten CPU. Weil unterm Strich, das machen wir eh, das machen andere. Ich meine, das machen ja auch andere. Aber ich denke mal, die Meinung von uns ist, glaube ich, bei einigen, haben wir schon gemerkt, wichtig da draußen. Und dementsprechend wollen wir auch das Thema beleuchten. Weil da kann man auch, sage ich mal, viel, viel Zeit, Muße und Geld verbrennen. Und wir sind ja hier immer noch bei Surround Gaming auf der Suche nach dem Sweet Spot. Wie gesagt, heute haben wir ihn noch nicht gesehen im Custom-Tastaturbereich. Aber in den nächsten ein, zwei Wochen versprochen, kommt mein Sweet Spot und der ist gar nicht so teuer, das kann ich schon mal spoilern. Die Tastatur lag, ich meine, das war auch ein bisschen Glücksgriff, muss ich auch sagen, die war im Sale, wenn man so will, aber nichtsdestotrotz, die war wirklich vom Preis attraktiver wie das, was wir heute gesehen haben. Und unterm Strich ist sie meine beste Tastatur. Vielleicht ist sie ja auch was für euch. Deswegen, das Wiederkehren lohnt sich. In dem Sinne, macht's gut. Habt einen guten Start in die Woche oder wann immer ihr das hört. Habt ein gutes Wochenende, einen guten Tag, eine gute Nacht. Und wir hören uns wieder bei Surround Gaming. Bis dann.